Wir sind heute wieder im gleichen Garten wie im letzten Querbeet. Und heute habe ich Zeit, um ein bisschen mehr auf Details einzugehen. Es gibt ja im Garten ganz viele verschiedene Lebensbereiche, an die man dann entsprechend die Stauden, die man auswählt, die Pflanzen, anpasst. Da im Hintergrund haben wir eine Situation von einem sonnigen Gehölzrand. Das ist zu vergleichen mit einer entsprechenden Situation südexponierten Waldrand. Die Pflanze, die ich Ihnen vorstellen möchte, das ist die Lysimachia clethroides mit der charakteristisch verdrehten Blüte. Was an dieser Stude besonders geeignet ist zum Verwenden an dieser Situation, ist, dass sie eine recht grosse Konkurrenzkraft hat. Das heisst, sie wird von spontan aufkommenden Pflanzen, Wildstuden, nicht verdrängt. Und das andere ist, dass sie eine sensationell schöne Herbstfärbung macht. Man kann sie übrigens auch brauchen als Schnittblume. Zwei weitere Pflanzen, die ich Ihnen vorstellen möchte, das ist die Wegwarte da. Die ist in dieser Wiese stehen gelassen worden, rundum ist gemäht worden. Sie blüht interessanterweise nur am Morgen, gegen den Mittag macht sie Blüten zu. Was auch noch spannend ist an dieser Pflanze ist, dass sie Mutterpflanze ist eigentlich von unserem Chicorée-Salat. Auf der anderen Seite da haben wir eine Nachtkerze und die tut im Gegensatz zu den Wegwarten ihre Blüten erst in der Dämmerung öffnen. Das ist eigentlich ein Neophyt, das heisst, es ist eine Pflanze, die eingewandert ist aus Nordamerika. Und sehr interessant ist, dass man die Blüten eben auch in den Salat tun kann, um den Salat zu schmücken. Sie sind sehr gesund und zart. Viele Leute sind interessiert daran, dass die Bepflanzung, die sie in ihrem Garten haben, nicht einfach nur eine grüne Kulisse ist, sondern ökologisch eben auch etwas hergibt. Und gerade im Zusammenhang mit den Schmetterlingen ist es so, dass viele Schmetterlinge, also das Fertiginsekt, nicht so spezialisiert ist oder sind, sondern es sind viel mehr Raupen, die sehr spezialisiert sind auf spezielle Futterpflanzen. Der Schwalbenschwanz zum Beispiel geht nur auf die Doldenblütler fressen. Wenn er das nicht hat, stirbt er. Hier im Hintergrund haben wir wildes Rüebli. Das ist ein Doldenblütler und gleichzeitig Futterpflanze für die Raupen vom Schwalbenschwanz. Wenn das Rüebli ihre Blüten schliesst, bildet das einen idealen Körper, der Unterschlupf bietet für Nützlinge, die den Garten eben auch helfen, in Ordnung zu behalten. Die feinlaubige Form des einheimischen Fulbaums lässt sich sehr gut mit Wasser kombinieren. Fulbaum heisst die Pflanze, weil wenn man an der Rinde reibt und schmeckt, dann duftet es eben ein bisschen faul, nicht so wahnsinnig gut. Das andere ist, dass die Pflanze auch Pulverholz heisst. Und so heisst sie, weil man früher aus der Kohle von dem Holz Schwarzpulver hergestellt hat. Die Pflanze ist neben dem Kreuzdorn die einzige Futterpflanze für den Zitronenfalter. Für alle, die daran zweifeln, dass Rosen auch unkompliziert sein können, stelle ich Ihnen jetzt die schöne Dortmunderin vor. Das ist eine Rose mit absolut gesundem Laub, nicht krankheitsanfällig, blüht den ganzen Sommer durch und das Rosa haben wir jetzt hier kombiniert mit diesen Gräsern, die relativ straff aufrecht dastehen und einen tollen Kontrast darstellen. Als Abschluss vom heutigen Querbeet möchte ich Ihnen noch eine lustige Möglichkeit zeigen, wie man mit einem abgestorbenen Baum umgehen kann. Hier im Hintergrund haben wir einen alten Birnenbaum, der abgestorben ist. Und anstatt den dann einfach umzusäbeln, haben wir ihn bewachsen lassen mit einer sogenannten Rambler-Rose. Das sind Rosen, eigentlich eine Kletterrose mit einem Wildcharakter. Es ist eine Rosa Venusta pendula, die blüht im Frühling in einen reichen Blumenstrauß. Sie macht dann nachher eine Hagebutte und geht dann so in den Herbst rein. Dann hoffe ich, Sie haben ein bisschen etwas gelernt heute im Querbeet und Sie sind wieder dabei, nächsten Mittwoch im nächsten Garten. Ade miteinander.